Hallo! In diesem Video möchte ich Ihnen heute die Auswirkungen des sogenannten demografischen Wandels nochmal bewusst machen. Viele hören das ja und wissen ja, demografischer Wandel, die Bevölkerung wird immer älter. Wir sehen es ja am Fachkräftemangel, dass immer weniger Fachkräfte da sind. Aber wie dramatisch das eigentlich ist, das macht sich eigentlich gar keiner bewusst. Vor allen Dingen Sie als Unternehmer müssen sich das wirklich mal bewusst machen, wie hart so ein demografischer Wandel uns als Branche, also jetzt die Baubranche oder generell auch alle Branchen betrifft, weil es wirklich viel, viel krasser wird, als man sich überhaupt vorstellen kann. Ne? Wir wissen ja, wir kennen ja diese ganzen Bäume, demografischer Wandel, Altersstrukturen und so weiter, aber wie dramatisch das ist, will ich Ihnen jetzt hier noch ein bisschen deutlicher machen an der Grafik. Also die klassische Alterspyramide, wie eine Bevölkerung beschaffen sein sollte, ist diese Tannenbaumfunktion. Ne? Also wenn das jetzt hier von oben nach unten die Altersstufe sind, ne? Hier oben sind die frisch Geborenen, 0 Jahre alt und was weiß ich, bis 2 Jahre, hier sind die 20- bis 40-Jährigen. Hier irgendwo sind die 40- bis 60-Jährigen und hier oben alle über 80, 80 plus. Das ist so die Idealbevölkerung. Ne? Das heißt, es gibt immer wenig Alte, irgendwann müssen wir halt alle dran glauben, aber sind dann weg, aber es gibt halt viele Junge und die Jungen füttern die Alten, die Jungen sorgen für Wachstum und für neue Fachkräfte. Und im Moment ist es halt fast umgekehrt, oder die Entwicklung ist fast umgekehrt. Das heißt, unsere Alterspyramide sieht nicht so aus, sondern ist eine umgekehrte Pyramide. Das heißt, ich übertreibe sie jetzt mal ein bisschen, aber die Statistiken sagen ungefähr das voraus in den nächsten 10 Jahren, das ist halt fast gefühlt morgen, dass es hier immer weniger Junge gibt. Jetzt nicht gar nichts mehr, also ist schon ein bisschen breiter, aber ich will es hier nochmal durch diese Grafik ganz deutlich machen, damit man sich das mal wirklich vor Augen und bewusst macht. Und hier dieser Mittelbau, ne, ich sag mal hier 20 bis, ich mach mal ruhig 60, weil wir brauchen auch 60-Jährige, damit wir überhaupt, oder 50-Jährige und Mitte-50-Jährige für die Baubranche, damit wir überhaupt Leute kriegen, der wird immer weniger. Ne? Also hier ist es halt noch, waren es statistisch gesehen um die 50 Millionen oder sind es jetzt? 50 Millionen im erwerbsfähigen Alter und es werden in den nächsten 10 Jahren laut Bundesamt für Statistik, das denke ich mir nicht aus, ne, können Sie im Internet nachlesen, Bundesamt für Statistik, Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, bitte selber nachgucken, das geht runter auf 40 bis 45 Millionen. Und das sind 5 bis 10 bis 15% weniger. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, 15% weniger Firmen gibt es auf einmal in Deutschland, weil es 15% weniger Erwerbstätige gibt. Das heißt, jede siebte, achte, neunte Firma in Deutschland muss zumachen. Also von 10 Firmen aus Ihrem Umfeld müssen demnächst 1, 2 oder 3 zumachen, weil die einfach keine Leute haben. Müssen sich das vorstellen. Und das Schlimmste daran ist, sie wissen nicht, wen es trifft. Beziehungsweise, sie können es schon steuern, wenn sie was dagegen tun. Aber wenn sie nichts dagegen tun und einfach abwarten, dann wird es einige einfach aus Zufall treffen. Und die haben nicht mehr genug Fachkräfte und müssen dann den Laden zumachen. Weil wenn sie keine Mitarbeiter haben, müssen sie den Laden zumachen. Und dann noch ist die Robotik nicht so weit in der Baubranche fortgeschritten, dass irgendwelche AIs und ChatGPT für uns die Arbeit macht, sondern da müssen Leute ran, die Beton und Schalung machen oder Anlagen warten oder schweißen oder Pläne zeichnen. Ne, da müssen wir, brauchen wir noch Menschen für. Und da werden halt immer weniger da sein. Ne, deshalb ist es umso wichtiger, dass sie heute schon, heute 2023, alles dafür tun, um an neue Mitarbeiter zu kommen. Das muss Ihre Priorität Nummer 1 sein. Nicht, ja, wir gucken mal und im Moment ist es nicht dringend und jetzt ist ja auch ein bisschen Krise und jetzt stelle ich erstmal niemanden ein. Tun Sie sich den Gefallen, gerade jetzt in der Krise, gucken Sie, was Sie kriegen können. Gucken Sie alles, was laufen kann, was nicht bis bei drei auf den Bäumen ist, was Sie hier noch mitnehmen können, was mindestens
noch 10 Jahre arbeiten wird oder länger, stellen Sie das ein. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, einigermaßen gute Leute jetzt zu kriegen, stellen Sie die ein. Auch wenn Sie sagen, okay, ich brauche aber jetzt das Geld für Maschinen, für Software, für irgendwas anderes. Nein. Nehmen Sie das Geld, wenn Sie was übrig haben, für Mitarbeiter. Und vor allen Dingen jetzt in der Krise lieber ein paar Mitarbeiter mehr durchfüttern, die Sie dann haben, wenn es wieder abgeht, als zu sagen, nein, 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 ich stelle dann ein, wenn ich dann wieder genug Aufträge habe oder wenn die Konjunktur wieder oben ist. Dann haben Sie aber niemanden mehr, den Sie einstellen können. Denn wenn es halt eventuell noch 1-2 Jahre dauert, dass die Nachfrage wieder auf dem Vorkriegsniveau ist, sage ich mal, dann sind viel weniger auf dem Markt. Dann haben Sie überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, jemanden einzustellen, weil gar keiner mehr da ist. Na, da können Sie noch so super Systeme fahren. Also klar, irgendwelche Ideen und Möglichkeiten wird es immer geben. Sonst fragen Sie natürlich mich. Wir werden da immer auch Wege finden, um Ihnen Mitarbeiter zu besorgen. Aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie das Thema Mitarbeitergewinnung als Unternehmer auf die Prioritätsliste 1a setzen. Denn nichts, gar nichts anderes ist wichtiger, als gute Mitarbeiter zu finden, zu halten und zu entwickeln. Denn es gibt einfach immer weniger. Na, da können wir noch so viel Zuwanderung organisieren, was ja auch nicht so richtig gut funktioniert, und noch so sehr Kinder fördern, was ja auch nachweislich nicht funktioniert, wenn Sie sich die Statistiken angucken. Die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und wir müssen uns damit abfinden, aber das Beste daraus machen. Und als Unternehmer sollten Sie das Beste daraus machen, indem Sie sich halt um Mitarbeiter kümmern, noch und nöcher, das auf Prio A stellen und alles dafür tun, um an gute Mitarbeiter zu kommen und Ihr Unternehmen mit Mitarbeiter weiter zu wachsen oder zumindest auf dem Niveau zu halten, wo Sie jetzt sind. Weil das wird auch allein schwer genug werden, ne, durch diese Entwicklung bedingt. Wenn Sie da genau wissen wollen, was Sie in Ihrer Region tun können, melden Sie sich bei mir unter diesem Video. Finden Sie einen Link zu unserer Webseite, da finden Sie unsere Kontaktdaten, können Sie mich auch anrufen. Wir vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin, ich zeige Ihnen, was alles möglich ist in Ihrer Region und dann kommen Sie schon mal einen Schritt weiter. Ne? Aber kümmern Sie sich drum, kümmern Sie sich bitte drum, denn das hier ist Tatsache. Ja, das ist wirklich knallharte Realität und wer sich da nicht früh genug drum kümmert, darf sich morgen nicht wundern, wenn er den Laden zumachen kann. Ganz einfach. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und setzen Sie meine Tipps um, bitte. Bis dann, Ihr Marko Mijasic. Ciao.